Auf diesem Album, auf dem neuen Album, gibt es sehr viele verschiedene Einflüsse, die man hören kann, also musikalische Einflüsse als auch textliche Einflüsse. Und was die Musik betrifft, ist es eben auch sehr vielfältig. Also es ist eine Reise, im Grunde genommen auch ein bisschen eine Reise durch meine Musikgeschichte oder auch durch die Musikgeschichte. Wir haben uns lange nicht gesehen, schon so lange her. Ich weiß gar nichts mehr. Und ich hatte das große Glück, dass ich aus einem riesen Fundus schöpfen konnte, weil ich ja seit meinem 14. Lebensjahr Songs geschrieben habe. Ein anderer Punkt ist, dass ich eigentlich schon lange davon geträumt habe, so ein Album zu machen, was sozusagen musikalisch auch an meine Wurzeln zurückgeht. Say I'm gonna be dead if I want to. Got eyes to see and watch TV. Got a knife at home but no courage to kill myself today. Alexis Korner hat 1968 meinen ersten Song, den ich aufgenommen habe und produziert habe, ganz einfach noch. Der ist im BBC London gesendet worden, in einer Hitparade. Und da konnte man hinschreiben, so. Und der ist dann von den Hörern, ist er auf Platz 2 gewählt worden, nach den Rolling Stones. He is a desert walker, and no one's there to help him now, yes. Der hat mir halt auch dieses Gefühl des Blues erklärt, dass Blues eben kein 12-Bar-Schema ist oder 3-Akkord-Schema, sondern dass Blues eigentlich ein Feeling ist, dass du auch einen Blues mit anderen Akkorden schreiben kannst. Er hat gesagt, Wolfgang, du bist ein Bluesmann. Könnte man auch sagen, es ist irgendwie wie Purcell's Onogram 2008, wo aber diese ganzen Einflüsse von sozusagen 40-jähriger Karriere, die ich ja mit 16 angefangen habe, mit 16 habe ich meine erste Platte gemacht, das ist alles da irgendwie drin, diese ganze Welt, die mich so beschäftigt hat. Bald zu Hause ist basiert auf einem Song von Purcell's Onogram, Lonely Places, den Rio Reiser sehr mochte und für sich zum Warmspielen oft gespielt hat. Und einige Zeit vor seinem leider Ableben hat er mir einen Brief geschrieben und hat mir geschrieben: Wolfgang, ich habe zu Lonely Places einen deutschen Text geschrieben. Auch bei meinem ersten deutschsprachigen Album hat er schon einen englischen Song von mir eingetextet auf Deutsch. Auf dem zweiten hat er auch verschiedene Texte geschrieben, zum Beispiel Ich bin müde, was dann später von Fettes Brot gecovert wurde und ein Hit wurde. Also es war schon eine lange, intensive Phase. Lover, lover. Ja, ich fühle mich irgendwie zu Hause angekommen mit diesem Album, weil ich einen Weg gefunden habe, die deutsche Sprache genauso zu singen, genauso lässig, intensiv zu singen, wie das englischsprachig eigentlich nur möglich war. Als Sänger
ist er eben ein emotionaler Typ. Der ist keiner, den man da über technische, soll man sagen, Fähigkeiten etwas entlocken kann, sondern du musst ihn einlullen. Man muss ihm eine Atmosphäre geben, man muss ihm ein Umfeld geben, wo er sich wohlfühlt, wo alle, was vielleicht mit Angst oder zu tun hat, weg ist, dann kann er aussagen. Also der ist ja auch ein Sprecher mehr manchmal als Sänger, finde ich. Kennst du die Sehnsucht? Ja, ich möchte die Menschen berühren. Ich möchte ihnen etwas geben. Ich möchte vielleicht ihnen Dinge aussprechen, die sie selber schon lange denken und wissen, die sie aber vielleicht nicht formulieren können. Oder ich möchte, dass, wenn sie die Songs hören, dass in ihrer Seele und in ihrem Geist die eigenen Filme ablaufen zu den jeweiligen Songs. Das wäre für mich das Beste.